Wahrscheinlich sind wir gleich wieder tot, aber ist mir jetzt erstmal egal. Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation. Man hört es bereits schon. Ja, Pimmelkopf ist uns wieder auf den Fersen. Wie immer natürlich, wir sitzen hier gerade in so einem Lüfter. Der kommt jetzt aber nicht rein, ne? Gehst du mal bitte weg? Okay, der ist in seinen Lüftungsschacht reingehüpft, Alter. wir sitzen auf jeden Fall hier gerade in den Lüftungsschacht drinne und ich leg mal ganz kurz hier den Schalter um. Den guten Alex geht's auch gut. Ich habe den jetzt einfach mal Alex genannt. Ich wollte gerade sagen, dass er. Ich dachte gerade kurz, der klettert hier rum. Hier geht's auch weiter. Das finde ich cool. Sind wir hier richtig? Wo geht's denn hier hin? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Geht das hier wieder runter ins Dingens? Jetzt mal ganz kurz schauen hier. 1,35. Das bedeutet. Ganz kurz mal, Entschuldigung, ich muss jetzt mal wirklich hier nochmal wegen Folgenlänge gucken. 40, 50. Okay, alles klar. Musste mal ganz kurz gucken, wann ich an. Und. Erstmal hallo und hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Nö. Alter. So, haust jetzt mal ab, ich will weitermachen. Infizierte Spezies. Ich bin Androide mit total blöd. Die machen auch nichts, ne? Die machen auch nichts. Die labern immer nur groß, aber machen nichts. Ist genau wie die Entwickler von DayZ. Labern immer groß, aber kommt nichts. So, pass auf, wir, ich lade mal kurz nach. Unseren schlimmen Flammenwerfer. Scheiß Dose. Ja. Genau, hau mal ab. Der ist immer so leise und plötzlich steht er da einmal irgendwo um die Ecke. Ganz merkwürdige Kiste. Komm ich hier nicht rein? Ah. Cool. Hier kann ich ja so reingehen. Das ist schön. Finde ich gut. Und hier ist auch eine Kiste. Ich wette, wir kommen von hier aus. Ja, hier kommen wir auch sogar weiter. Hier kommen wir wieder dahin, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich nämlich zurück. Wir haben jetzt ja alles eingeschaltet. Strom wiederhergestellt. Sollten wir, glaube ich, machen. Da will ich noch nicht unbedingt raus. Das ist noch nicht meine Station. Das ist meine Station. So, hüpf mal raus hier. Ach, guck mal, hier haben wir sogar was übersehen. Ist ja der Burner. Warum ist hier... Alles klar. Psch. Spinnt. Nase juckt. Ah, schön, schöne Fotos hier auf jeden Fall. So, was steht da? Fix Aircon. Ah, ja. Okay, das, klar. Natürlich. Und da ein wunderschönes Foto. Ich glaube, ist das Afrika? Ist das, es sieht mir aus nach Afrika. Pimmelkopf scheint nicht sonderlich beeindruckt davon zu sein. Ich würde sagen, wir... Aha. Nee, jetzt kommt er. Jetzt steht er da wieder irgendwo rum. Das hört man immer, wenn er im Lüftungsschacht ist oder irgendwo rumläuft. Das finde ich gut, dass man das immer schön unterscheiden kann. Jetzt läuft er zum Beispiel wieder im Lüftungsschacht rum, was bedeutet, wir können wieder rausgehen. Es sei denn, er verarscht uns wieder und steht gleich wieder draußen. Hallo. Oh, Schrott, den habe ich übersehen. Oh nee, wir sollen. Was sollen wir denn jetzt da hinten schon wieder machen? Ist echt. Oh nein, nicht schon wieder das Ding. Sollen wir hier rein?
Nö, aber ich gucke hier trotzdem mal ganz kurz. Nichts drin, ey. Das gibt's doch nicht. Ich bewege mich schon wieder viel zu laut durch die Gegend. Boah, und mein Arsch schmerzt mal wieder, weil ich hier mal wieder fast 2 Stunden am Aufnehmen bin. Vielen Dank. Und diese Kameras. Warte mal, ich mach die mal ganz kurz aus. Die nervt ein bisschen. Vor allem, wenn wir dann irgendwie auf der Flucht sind, dann ist das, glaube ich, nicht sehr hilfreich. So, mach mal aus hier. So, Kamerafeed. Macht mein Computer auch immer, wenn ich ihn ausmache. Naja, der macht eigentlich nur Piep. Aber gut. Ich nehme mal wieder den Weg. Der ist mir ein bisschen sicherer. Wenn ich hier mal reinkommen würde. Wenn ich hier mal... Jetzt, mach doch mal hier, ich... Da war's doch gerade. Hier. Was ist das denn? So. Kann der hier eigentlich reinkommen? Also du kannst ja auch tatsächlich vom Vieh im Lüftungsschacht getötet werden. Gesehen habe ich das, glaube ich, bisher erst einmal. Im Let's Play ist es bis jetzt noch nicht passiert. Aber wäre mal interessant zu sehen. Oder wurden wir schon mal... Nee, wurden wir nicht, ne? Also, hier wieder rein. Ich dachte eben kurz, dass hier der Griff von dem Hubwagen das Alien wäre, was da irgendwie rumläuft. Man merkt, ich habe überhaupt keine Paranoia. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ach komm, da können wir aber auch noch mal eben kurz speichern. Das ist ganz praktisch. Ganz praktikabel eigentlich. So. Jo. Schau mal ganz kurz die Aufnahme. Da läuft noch alles gut. Oh nein, ich schon wieder die Kacke. Das kannst du vergessen, da laufe ich ganz bestimmt nicht lang. Aber sowas von nicht. Mm. Mach die Musik mal leiser. Ich will hören, ob das Vieh gleich immer rauskommt. Serversanfrage, Verteilungs. Bitte warten. Bitte warten. Versteck mich mal ganz kurz. Wir haben ja gespeichert, von daher. Ah, jetzt geht's wieder. So. Jetzt machen wir eine Serviceanfrage, glaube ich, noch. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Eine Servize-Anfrage. Ein Serviz-Android. Von 1 und 1. Ich will eine Mod haben. Ich will eine Mod haben, wo die Dinger so 1 und 1 Sprüche raushauen. Hallo? 1 und 1. Ja, der hat auf jeden Fall gut zu tun. Das ist schon mal schön. Was machen wir denn so lange? Speichern können wir noch nicht. Das leuchtet noch rot da hinten. Aber können wir gleich eigentlich mal machen. Der werte Herr da hinten, der gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir können jetzt hier auch nicht rumballern, weil sonst wird er aggro auf uns. Also nochmal für die, die nicht wissen, was passiert, wenn man hier jetzt langläuft. Der würde uns jetzt angreifen, weil der lebt noch. Der tut nur so, als ob er tot wäre. Ist ein bisschen gemein. Was ich aber nicht verstehe, guck mal. Der ist ja nett zu uns. Der nicht. Der würde uns angreifen. Der nicht. Das passt irgendwie nicht. Ich hätte gerne Pommes und eine Cola, wenn das irgendwie im Bereich des Möglichen läge. Kann man das anfassen? Heidewitzka, Heidewitzka. Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns einfach nicht gesehen. Der dachte sich wahrscheinlich, komm, ich hüpfe mal kurz raus, sag hallo. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt einfach warten? Und latscht er hier wieder rum. Drecksvieh! Mann! Er ist im Lüftungsschacht. Ich geh mal kurz speichern, ja. Speichern.
Speichern. So. Hallo? Dach Schnauzer, was geht? Oh, ich habe gerade voll die Halsschmerzen. Halsschmerzen, so Nackenschmerzen. Hä? Das Drecksvieh, ey. Das Drecksvieh. Ey, du alter Hooligan. Was ist? Komm ran auf den Meter, ich hab was für dich. Ein schönen Flammenwerfer. Ich meine... Wildwechsel. Nennt man auch Wildwechsel. Eigentlich müsste man jetzt hier so ein Schild aufstellen. Achtung, Aliens. Nicht, dass der mal überfahren wird. Das wäre ja traurig, ne? Hallo? Kann sie jetzt endlich mal abhauen, Alter? Ich hab keinen... Ich hab echt langsam keine Geduld mehr mit dir, ne? Verpiesel dich! Verstehst du mich? Kannst du Deutsch reden? Jetzt ist er weg. Was sollen wir denn machen? Ah, warte mal. Uns wurde gerade irgend... Nee. Verteilungsleitung initialisieren. Okay. Machen wir. Aber wo? Aber wo? Ey, langsam reicht's echt, wirklich. Oh. Ja, du bist ein ganz toller Karpfen, Alter. Meine Geduld ist langsam echt am Ende mit dir, weißt du das? Guck doch wieder so blöd. Jetzt guckt er hier so verdächtig rüber? Was ist denn, Kollege? Was ist los? Ja, ist sehr gut. Danke! Ah, hier, alles klar. Hier sind die Hebel. Die Hebel. So. Yes! Ich hab's. Projekt KG8. KG348 meinst du wohl eher? Nehmen Sie Frachtaufzug zu. Alles klar, gut. Aber erstmal speichere ich nochmal ganz kurz. Oh, ich sitze hier so mega unbequem. Was? Och nö! Ja, was war das denn? Das habe ich. Freundchen, das habe ich gesehen. Du hackst. Der ist gerade in der Decke verschwunden. In der Decke hat er sich durchgeglitscht. Also durch die Decke. Das soll ich nicht zu glauben mit dem Vieh, Alter, ey. Der ist echt. Jetzt latscht er da schon wieder rum. Weißt du was? Okay, ich wollte gerade einen Geräuschmacher werfen, um ihn abzulenken, aber... Hat sich dann ja gerade von selbst erledigt. Was gut ist. Ist er da hinten schon wieder? Ich hoffe, der kommt uns jetzt nicht hier hinterher gelatscht. Komm, mach auf. Willst du mich verarschen? Jetzt backt er hier schon wieder rum. Ich glaube das echt nicht. Junge, geh da rein. Fick dich, ich nehme die Umleitung. Also. Das finde ich nervig. Da muss ich wirklich mal
einen kleinen Kritikpunkt setzen. Einen kleinen Kritikpunkt setzen. Deutsch ist schwer. Das finde ich echt scheiße, weil du musst hier manchmal echt schnell im Spiel sein. Und wenn dann da irgendwas so rumbackt, wie sowas zum Beispiel, finde ich nicht gut. Finde ich Jans und Janisch gut. So. Gut, dann heißt es gleich nochmal kurz speichern und dann war hier ein Nö. Ach, guck mal, die Dame ist auch noch da. Die lebt auch noch. Na klar, die sitzt hier völlig chillig. Die interessiert das einfach einen feuchten Pups. Komm, speichern, speichern, speichern. Vielleicht holt sich das Vieh jetzt die Alte. Ach so. Hat sich das Vieh gerade ernsthaft? Geil. Ich hab's gerade auch noch gesagt. Das Vieh hat sich gerade die nette Dame geholt. Das ist eigentlich schade. Die war eigentlich ganz nett gewesen. Oh nein, nicht der Scanner. Nicht der Scanner. Nicht der. Geh weg. Geh weg, du blöder Scanner. Er sieht uns hier aber nicht. Kannst du mal bitte hier weggehen? Danke. Nein. Nein, da, sei nicht dumm, kehr um. Oder geh da rein, das geht auch. Nein! Fick dich, Alien. Jetzt habe ich selber Sabber aus dem Maul hängen, weil ich gerade auch so schön rumgefaucht habe. Jetzt macht das auch alles einen Sinn. Ey, komm, wir haben aber noch gespeichert. Ah, das ist jetzt aber auch... Das hat er nicht abgespeichert, ne? Das hat er nicht abgespeichert. Das finde ich komisch. Der speichert anscheinend nicht die Position des Alien. Das ist schon mal gut zu wissen. Alles klar, wir sollen jetzt wahrscheinlich hier rechts rein. Okay, hier einmal aufschneiden. Das werden wir noch hinbekommen, denke ich mal. Hoffe ich mal. So. Super. Trotz dessen will ich ganz kurz... Du mich auch. Eigentlich wollte ich mich jetzt noch mal ganz kurz... Guck mal, hier liegt eine Kiste. Ich wollte mich eigentlich noch mal ganz kurz umschauen, aber das wird ja heute nichts mehr. Komm ran hier. Ich mach Brathühnchen aus dir. Du blödes Drecks... Scheiß Kamera. Na gut, dann sterben wir wenigstens auch mal wieder ein bisschen. Dann könnt ihr das auch mal wieder sehen und genießen, ne? Ist doch schön. Da juckt das meine Nase. War jetzt leider ein bisschen zu spät gewesen, aber gut. Ich will eigentlich hier nochmal rein, du. Oh, der läuft wieder durch die Gegend, ganz ehrlich. Oh, wir haben die... Das war aber kein Aufzug gewesen, ne? Das war ein, irgendwas anderes. Das war, glaube ich, ein Shuttle. Das war nicht der Aufzug. Sollen wir hier rein? Ach, wir sollen doch hier rein. Ach so. Okay. Ich dachte, wir müssen da hinten rein. Gut, dann bin ich wohl einfach nur blöd. Ach, guck mal, hier kommt man sogar weit. Wo sind wir denn hier? Wir sind das... Okay, das sieht recht interessant aus. Okay, da kommen wir hier wieder rein. Ich will das aber nicht unbedingt aufmachen. Ist ja cool. Was ist eigentlich, wenn er da jetzt langläuft? Kann er uns jetzt an eigentlich sehen? Da kommt er doch gerade. Hallo, hey. Hallo, ja, ich bin hier. Hallo, hey, hey. Oh, der hat uns aber... Der hat uns nicht gesehen, oder? Der ist da einfach nur langgelatscht, hoffe ich. Ich will mich nochmal kurz umschauen. Das sieht hier so interessant aus. Ich sehe hier gar nichts, wirklich.
Kann ich hier vielleicht... Wahrscheinlich sind wir gleich wieder tot, aber ist mir jetzt erstmal egal. Entschuldigung, ging es mal wieder ein bisschen mit mir durch. Ich wollte mich da umschauen. Das Mikro hängt so ein bisschen. So, ich setze mich hier nochmal ein bisschen näher an die Kamera ran, damit ihr meine Hackfresse noch besser sehen könnt. Ist echt wieder. Wahrscheinlich sind wir gleich tot. Weißt du was? Fick dich. Da. Der hat uns bestimmt nämlich durchs Fenster gesehen, ne? Deswegen ist er da nicht plötzlich angelatscht. Oder das Spiel will uns einfach wieder verarschen. Das kann natürlich auch sein. So. Oh Mann, nicht jeder auf der Station ist aggressiv. Schätzen Sie die Lage anhand von Gesprächen ein und nähern Sie sich vorsichtig an. Okay, das klingt interessant. Man kann die Lage also einschätzen anhand von Gesprächen. Mhm. Ist ein guter Tipp. Wait, hab's geschafft. Folgt es Ihnen noch? Ja, auf Insta. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. Richtung der Labore zu Projekt KG-348. Hey. Was? War nichts, ne? War was? Nö. Hier sind wieder so eine Schächte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock, da jetzt irgendwie noch großartig durchzukriechen. Sind wir hier richtig? Warte mal. Aber hier liegt noch was. Ein Sensor. Können wir noch eine Rohrbombe? Nein. Können wir... Ey, geil, wir können Molly. Geilomatico. So. Also so viel haben wir das bis jetzt gar nicht gebraucht. Eigentlich gar nicht. Wir haben einmal einen Geräuschmacher geschmissen, aber der hat ja irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weiß ich nicht, was da los war. Da wollten wir das Vieh ja ein bisschen auf die werten Personen hetzen, aber ja. So, einmal. So. 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 Und so. Siehst wohl. Sollen wir hier rein? Wo geht's denn hier hin? Round Cystic Lobby. Okay. Jetzt merke ich mir mal. Speicherpunkt! Yes! Geil. Freue ich mich. So. Einmal gespeichert. Hier ist auch wieder ein Fahrstuhl. Gib mir eine Exoplanet Solutions. Okay. Ah, diese Sonnenstrahlung. Ah, ich kann das als Gamer nicht ab. Eigentlich müsste ich jetzt... Warte mal. Eigentlich müsste ich jetzt... Oh, die Musik ist schön. Eigentlich müsste ich jetzt... Pass mal auf. Das Licht. So. Das passt doch viel besser, ne? Wenn ich jetzt... wobei, ich mach mal... So. Müsste ich eigentlich echt mal machen. So ein bisschen mit dem Licht arbeiten. So ein bisschen immer der Situation nach anpassen. Guck mal, jetzt passt das richtig geil, ne? Wo geht's hier hin? Ich schaue mich einmal ganz gerne mal um, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Was macht denn der da? Ach, guten Tag, der Herr. Hey, Kollege. Moin. Hey. Hey. Zum Verstecken halten. Ich will mich nicht in dem Typen verstecken. Was? Ich will mich nicht in dem Typen verstecken.
Also natürlich, ich weiß, der meint den, das Schließfach, aber... Alles klar? Du siehst müde aus. Ja. Neuerdings kann man sich in Menschen verstecken. Warum gibt es hier so viel? Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Weil wir hier eigentlich gar nicht hin sollen. Gut, wenn man es hat, dann hat man es, ne? Ich müsste aber gleich auch mal Folgenende machen. Das war's aber auch schon. Ja, wobei, weißt du was? Komm, wir gehen noch mal kurz aufs Terminal zugreifen. Wir gehen noch mal kurz aufs Terminal zugreifen, an dieser Satzbau. So. Clark ist tot. Was? Superman ist tot? Gibt's ja gar nicht. Was? James? Achso, Jameson. Warum habe ich nur zugestimmt hierhin? Ja. Jameson Clark ist tot. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, bastelte er mit Schrott von der Station Sprengkörper zu seinem Schutz. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig sein. Aber als ich vom Vorratssammeln zurückkam, fand ich nur Explosionsschaden und Blut. Ich bin jetzt alleine. Ich bin jetzt allein. Also komme ich zu dir. Wo bist du? Allein. Ja, ist ja gut. Deine Meinung will hier niemand wissen. Fehler, Fehler. Gut, Kollege. Das wäre cool. Weißt du, was echt cool wäre, wenn man die so mitnehmen könnte? So ein... Hast du es gesehen? Ja. Ich halte das nicht viel länger. Ich hab's gesehen. Können wir den nicht mitnehmen? Das wäre doch voll die Hilfe eigentlich. Das wäre richtig geil, wenn man wirklich so Leute finden kann, die dann so mitkommen. Die werden dann, denke ich mal, nach kurzer Zeit eh alle sterben, aber es wäre witzig. So. Ich will aber meine Familie wiedersehen. Ja, ja, ja. So, dann gucken wir hier nochmal ganz kurz und dann machen wir gleich Folgenende, ne? Oh, da ist wieder so viel drin, das ist ja wirklich... Echt der Wahnsinn. Das ist klasse. Wow. Wahnsinn. Das ist toll. Schön. Hier können wir nochmal speichern. Gut, machen wir nochmal eben schnell, ja? Und dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge. So. Gut, Freunde. Dann, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Wie immer dürft ihr das tun. Wie immer dürft ihr das Video natürlich auch gerne mit Like und Dislike bewerten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Genauso wie über einen netten Kommentar. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.